Im Süden Portugals, jenseits des Flusses Tejo, liegt die Region Alentejo. Früher eine der ärmsten Regionen Europas, entwickelt sich hier seit einigen Jahren ein nachhaltiger, naturschonender Tourismus, der den Schönheiten der Region Rechnung trägt und nicht vergleichbar ist mit dem Massentourismus an der Algarve, der Südküste Portugals. An der Westküste des Alentejo, der Costa Vicentina, liegt der Naturpark, eine nahezu unberührte Küstenregion von herber Schönheit. Seit jeher nutzten die Einheimischen die Steilküste zum Angeln. Auf schmalen Pfaden gelangen die Fischer durch die Dünen zu den teilweise abenteuerlichen Angelplätzen. Diese Fischerpfade wurden in den vergangenen Jahren erfasst und markiert. So entstand der Trio dos Pescadores, auch als Fisherman's Trail oder Fischerpfad bekannt. Der Fischerpfad besteht hauptsächlich aus einem Stück von 75 Kilometern Länge zwischen Porto Covo und Oceixe. Wir sind diese Strecke in 4 Etappen von Norden nach Süden gewandert und haben unsere Filmausrüstung mitgenommen. Erste Etappe. Von Porto Covo nach Via Nova de Mil Fontes. Während unseres Aufenthalts in Portugal werden wir von Rudolfo Müller mit Rat und Tat unterstützt. Er ist es auch, der uns darauf hinweist, dass 1 Kilometer Wandern auf Sand ähnlich anstrengend ist wie 2 Kilometer auf festem Grund. Da die erste Etappe zwischen Porto Covo und Via Nova de Mil Fontes 20 Kilometer hauptsächlich durch Dünen verläuft, folgen wir seiner Empfehlung und wandern schon am Anreisetag die ersten 5 Kilometer und übernachten in einem kleinen Refugium am Strand. Auf dem Weg dorthin lernen wir schnell die grün-blauen Markierungen des Fischerpfads zu finden und richtig zu interpretieren. Am nächsten Morgen erhalten wir von unseren Gastgebern neben einem kräftigen Frühstück noch ein Lunchpaket und die obligatorischen 1,5 Liter Wasser pro Person. Auf unserem Weg nach Via Nova de Mil Fontes treffen wir dann bald die ersten Fischer und später auch Störche, die hier in den Klippen nisten. Wir verstehen jetzt auch, warum das Wandern auf dem Fischerpfad für Menschen mit Höhenangst nicht empfohlen wird. Nach 12 Kilometern, ungefähr 3 Kilometer vor Vila Nova de Mil Fontes, erreichen wir den Fischerhafen des Ortes. Die folgenden 3 Kilometer bis zum Ziel führen von der Küste weg und sind staubig. Wir empfehlen, für diese Strecke ein Taxi aus Via Nova de Mil Fontes zu rufen. Übernachten können Sie dann zum Beispiel in der Casa do Adro. Alternativ können Sie das Internetangebot der Casas Brancas nutzen, um eine schöne Übernachtungsmöglichkeit zu finden und vorab zu reservieren. Es scheint naheliegend, die 4 Etappen zwischen Porto Covo und Oceixe an 4 aufeinanderfolgenden Tagen zu wandern. Das ist auch zu schaffen. So haben wir es getan. Im Nachhinein empfehlen wir jedoch, nach jeder Etappe einen Tag Pause einzulegen, um auszuruhen. Sie können dann eines der vielen interessanten Angebote wahrnehmen, die Land und Leute zu bieten haben. Hier in der Vila Nova de Mil Fontes sind das zum Beispiel die wohltuenden Hände von Judith Schneider und Anne Rasquin.
die in ihrer Stress-Free-Zone Ruhe und Entspannung anbieten. Deutlich sportlicher geht es in der Surfschule von Felipe Caimada und Pedro Pitera zu. Nachdem wir in diesem Restaurant am Hafen landestypisch lecker gegessen haben, nehmen wir an einer Bootsfahrt auf dem Rio Mira teil, die uns nach Odemira und zurückbringt. Rui Catalau von Duca Nautica schippert uns und andere Passagiere sicher durch das Naturschutzgebiet und kann viele interessante Hinweise zu Flora und Fauna geben. Die zweite Etappe von Via Nova de Milfontes nach Almograf ist mit 15 Kilometern die kürzeste. Bevor man an die Küste jenseits des Flusses kommt, gilt es erst die Brücke zu nehmen und dann den Weg durch die Felder zur Küste zu finden. Ruhe, Entspannung, immer eine leichte Brise vom Meer, gelegentlich etwas Abwechslung durch Kühe oder Störche, aber immer nur gerade so viel, dass man den Kopf frei bekommt und Muße findet, die üppige Flora zu bestaunen und zu genießen. Da der Weg gegen Ende ein wenig staubig ist, freuen wir uns am Abend auf einen Sprung in den Pool von Maria do Carmo. Almograf ist ein sehr kleiner Ort, der insbesondere Surfer und Sonnenanbeter anzieht. Hier gibt es ansonsten nicht viel zu sehen. Wir springen deshalb in unserer Geschichte zurück und berichten davon, was wir am Vortag in Odemira entdeckt haben. Zuerst haben wir Helena Löhrmanns besucht, die in ihrer hauseigenen Weberei aus unterschiedlichen Stoffen und Materialien Kleidung und Tücher, aber auch Sonnenschirme herstellt. Nach einem kleinen Rundgang durch die Stadt besuchen wir die Schokoladenmanufaktur von Beatrice. Dort probieren wir ausgefallene, handgemachte Schokoladenkreationen. Die dritte Etappe ist mit 22 Kilometern die längste. Auch für diese Etappe gilt, der Weg ist das Ziel. Hier gibt es nichts, was die Ruhe stört. Der Wanderer ist allein mit sich, seinen Gedanken und der Natur. Plötzlich steht ein Esel auf dem Fischerpfad. Wir treffen Sophia von Menzingen mit ihren Freunden und dem Esel Mokka. Wir werden eingeladen, den Eselshof von Sophia in der Nähe von Algesur zu besuchen. Das Ziel dieses Tages liegt diesmal 2 Kilometer vom Fischerpfad entfernt, landeinwärts. Es gehört zum Service vieler Unterkünfte, die Gäste mit dem Auto abzuholen, um lästige Wegabschnitte am Abend zu erleichtern. Fragen Sie Ihre Gastgeber danach. Die Verständigung mit den Einheimischen auf Englisch ist problemlos. Heute nehmen wir die Einladung von Sophia von Menzingen an und besuchen Sie und Ihre Partnerin Elsa Ribeiro auf dem Eselshof in der Nähe von Algesur. Elsa arbeitet mit Naturmaterialien unterschiedlichster Art.
Sie gibt Bastelkurse, die gerade bei Kindern besonders beliebt sind. Sophia kümmert sich leidenschaftlich um die Langohren und bietet Eselswanderungen an. Rui Katalau hatte uns während der Bootstour nach Odemira von dem Gestüt eines Freundes erzählt. Dort könnten wir die berühmten portugiesischen Lusitano-Pferde sehen. Also nehmen wir Kontakt zu Rui Gratscher und seiner Frau Pamela auf und werden ein paar Tage später auf dem Gestüt von Naturade Campo in der kleinen Stadt São Luís empfangen. Vierte Etappe. Sambujeira do Mar mit seinem schön gelegenen Strand ist besonders bei Surfern beliebt. Die Wanderung von hier nach Odeix ist landschaftlich sehr abwechslungsreich und wohl die schönste der vier Etappen. Und so wandern wir die letzten 18 Kilometer ohne größere Anstrengung. Großen Blick über die Bucht und den Strand von Odeix endet nach vier Tagen unsere 75 Kilometer lange Wanderung. Und so geht eine großartige Reise zu Ende. Darum möchten wir uns bedanken. Bei Rodolfo Müller, der uns nicht nur bei den Recherchen zu diesem Film unterstützt hat, sondern in den Tagen nach der Wanderung auch unser Gastgeber war. Auch Rui Katalau von den Duca-Bootstouren hat uns vielfältig unterstützt. Unser Dank gilt auch den portugiesischen Musikern von The Zoo und Alma Plana sowie Miriam Miles aus Sydney. Weitere interessante Informationen und Sicherheitshinweise zur Wanderroute können Sie dem beiliegenden Booklet entnehmen, welches Sie auf Ihre Wanderung mitnehmen sollten. Zum Schluss sei uns noch ein Hinweis gestattet. Die Südwestküste Portugals als Küstennaturschutzgebiet steht unter besonderem Schutz.
Bitte denken Sie auf Ihrer Wanderung daran und halten Sie sich unbedingt an die entsprechenden Hinweise zum Schutz dieser wundervollen Region.